bin Lydia und bin fast 14 Jahre alt. Ich habe schon 2 Projekte durchgeführt und eins davon hat auch Geld vom Jugendforum bekommen. Mit dem Geld, was ich vom Jugendforum bekommen habe für das Projekt, habe ich einen Spendenlauf gemacht. Und durch den Spendenlauf konnten wir Bäume pflanzen für den Klimaschutz. Bei einem Klimaschutzprojekt bin ich auf die Idee gekommen, einen Spendenlauf zu machen. Und hier beim Jugendforum kriegt man Geld dafür, um ein Projekt zu starten. Und außerdem hat man hier Erwachsene, die einem helfen können und sie haben auch Kontakte zu anderen, die einem helfen können. Zum Beispiel, wenn man für ein Projekt Technik braucht, dann wissen sie Bescheid, wo man das herbekommt und man ist in guten Händen aufgehoben. Erstens, du hast eine Idee. Die muss jetzt nicht besonders ausgearbeitet sein. Es reicht zum Beispiel nur ein Wort oder ein Satz. Zum Beispiel Skatepark. Zweitens, komm vorbei und melde dich an. Das Kinderbüro findest du im Mon Ami am Goetheplatz in Weimar. Drittens, plane dein Projekt. Das heißt, du schreibst auf, was du brauchst, wie dein Projekt ablaufen soll und wie dein Zeitplan aussehen wird. Bei Fragen kannst du dich auch an die Erwachsenen wenden. Die helfen dir. Viertens, für dein Projekt wird abgestimmt. Deine Idee wird mit einem Video vorgestellt und andere Kinder und Jugendliche stimmen ab, ob du zu den Projekten gehörst, die das Geld bekommen. Hey, keine Angst, wenn du leer ausgehst. Du kannst immer zum Mitmachkaffee kommen und dein Projekt dort nochmal einreichen. Es wird immer ein Weg gefunden, damit du dein Projekt durchführen kannst. Du solltest schon motiviert sein, Bock haben zu planen. Am Ende wirst du sehr stolz darauf sein, was du geschafft hast. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt und gutes Gelingen.